Peace Leute, Brody ist back und heute gibt es für euch wieder ein neues Video von mir. Und ja, ihr habt schon gemerkt, ne Leute, ich war jetzt die ganzen Tage inaktiv, so die letzten, ja, 5 Tage oder so, ne. Ja, es hat einfach was damit zu tun gehabt, weil, ja, das war so eine ganze Kette von Ereignissen, die mich, ja, daran gehindert haben, YouTube einfach zu machen. So, ja, das liegt jetzt an meinem Prüf, also an meiner letzten Prüfung, ja. Ich musste mich für die letzte Prüfung vorbereiten. Ja, dann habe ich die Prüfung geschrieben, dann bin ich sofort wieder nach Hause gefahren. Da haben wir am Donnerstag nochmal, ja, richtig große Feier geschmissen. Ja, also richtig groß war jetzt die Feier nicht, aber halt eine Willkommensfeier. Ja, dann war ich baff, ne, konnte jetzt, wollte eine Runde pennen, schlafen, wie auch immer. Ja, und dann hatte ich am Freitag nochmal Training. Und ja, da habe ich jetzt auch noch ein bisschen, ja, Kräfteverlust erlitten. Ja. Da wollte ich auch einfach nur ins Bett rein, weil ja, mein Training ist dann doch so von mein Training von 90 Minuten ist dann ein bisschen anstrengend, so, ne? Und ja, heute ist Samstag, so nach 5 oder 6 Tagen oder so kommt wieder mal ein endlich mal ein neues Video von mir. Und ich habe, glaube ich, euch schon gesagt, dass ich diese Woche jetzt auf eure Kommentare eingehen werde, so, die ihr mir geschrieben habt und so, weil ja, ich wohne ja jetzt bei meinen Eltern, ich muss jetzt nicht unbedingt einen Wocheneinkauf machen. Ja, und daher kann ich mich jetzt voll und ganz auf eure, ja, nicht erfüllten Kommentare konzentrieren. Ja, also, da fangen wir mal mit dem ersten Kommentar an, und zwar FadeStep.mp4 schreibt mir: cooles Video, ich sehe dich ja bei einem Mix aus Hälfte Cola, Hälfte dunkles Bier und einem Schuss Kirschlikör, nennt sich Hu und Goose oder Goose, keine Ahnung, Gois, Goose, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, und schmeckt unheimlich gut. Oh, das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Und damit Prost, die Reit auf dich, Lecker. Ja, das schreibt mir FadeStep.mp4. Und ja, das werde ich heute für euch probieren. Da würde ich einfach sagen, ja, auf zur Herstellung. Lego. Also, was brauchen wir dafür? Und zwar, ja, wie es schon in dem Kommentar drin steht, ja, wir brauchen Coca-Cola. So, Leute, ist ja ganz schön kleine Fläschchen. So, warum, Leute, wie viel sind das da? Ja, 0,33 Liter. Also, wir werden dann so bestimmte Hälfte nehmen. Ja, also Hälfte ins Glas reinschütten und das Glas zeige ich euch dann noch. Ja, Coca-Cola hier am Start. Dann habe ich für euch, wie es das Kommentar möchte, ja, Schwarzbier. So, bam, Leute, gönnt euch Köstritzer Schwarzbier. Ja, ist jetzt nicht mein Lieblingsschwarzbier. Mein Lieblingsschwarzbier ist das Erdinger Schwarzbier. Ich weiß nicht warum, aber ist für mich einfach das Beste. Hat ja jeder seinen Geschmack. Und dann schreibt das Kommentar noch hin, oder ja, FadeStep.mp4 schreibt mir hin, ja, ich soll einen Schuss Kirschlikör machen. Und ihr seht schon, Leute, warm, es ist saure Kirsche, ne? Manche von euch trinken das, ne? Das ist so der Klassiker eigentlich. So der Klassiker unter den Kirschlikören, den findet man überall in so, ne? Ja, Nordbrand, Nordhausen, ne? Nordhausen ist in Thüringen, da studiere ich ja. Und moin, Juri Mann des Ostens. Ja, Juri Mann des Ostens gerade reingekommen. Ja, kann jetzt so live mit dabei sein, wenn er möchte. Ach, nee, der geht jetzt in seine Küche. Will nicht Peace in the Cam sagen. Ja, also, ja, fackel mal bitte nicht die Bude ab, danke. Ist ja schließlich deine Bude. So, und ja, das ist sozusagen das Glas, wo wir da alles reinfüllen werden. Und ja, in dem Kommentar steht drinne, ja, Coca-Cola Hälfte, dann steht ja dunkles Bier Hälfte, da werden wir hier die Hälfte reinmachen, so Hälfte, Hälfte, und dann den Kirschlikör rein. Würde ich sagen, ja, auf zum nächsten Lego. Also, wie machen wir das Ganze? Ja, mein obligatorischer Satz. Wie machen wir das Ganze? Ein Mix aus Hälfte Cola. Na, dann machen wir das mal. So, noch schön gekühlt, Leute. So wie es sein muss. Also aus dem Kühlschrank. So, erstmal Prost auf euch Abonnenten. Auf euch 41 Abonnenten mittlerweile. Ist ja auch ganz schön nur erheblich. Ja, Juri Mann des Ostens, komm mal ruhig her. Juri Mann des Ostens hat mir Du gesagt. hast 40 Abonnenten oder 41? 41 Abonnenten. Habe ich schon 44. Ja, aber dein Kanal wurde ja noch nicht gelöscht, gell? Also, du hast ja keinen Hackerangriff auf deinen Kanal erlitten. Ach, hast du etwa einen? Ja, ich hatte ihn leider. Ich musste mein, also ich hatte auf meinem Kanal, also bevor ich diesen neuen Kanal erstellt habe, ja, ich habe einen älteren Kanal gehabt, ne, und der hatte irgendwie, keine Ahnung, 87 Abonnenten oder so.
Genau, und ja, dieser Kanal, den Kanal habe ich ja jetzt neu gestartet und ja, der hat jetzt ja 41 Abonnenten. Na, das ist in Ordnung. Das geht ja. Siehst du, dann hast du was anzustoßen. Ja, in Ordnung. Ich hole auch gleich mein Zeug. Ja, ihr habt gehört, Leute, Juri hat sein Zeug, ja, dann stoße ich mit Juri vielleicht an. Und ja, auf jeden Fall, so Leute, ein kleines Plauderchen mit Juri, Mann des Ostens. So, Coca-Cola, bam, auf euch 41 Abonnenten. Bam. Schmeckt ganz gut. So wie Coca-Cola Sag mal, eigentlich immer schmecken Silvester, muss. was gestattest du mir denn eigentlich? Deine Größe oder meine Größe? Diese Größe. Sehr schön. Ist ja auch meine Größe. Ja, ihr habt's gehört, Leute, das ist eine Das Größe. kennt man ja von meiner vierten Folge. Da habe ich ja das gute Wasser getrunken und heute ist es eine Coca-Cola. Beziehungsweise diese Billig-Cola. Von wo ist sie nochmal, Platz da vom Netto? Ja, ne, ich hab Genau, blöd, vom wenn man Netto. Größeinkäufe nicht gemacht. So, Leute. Okay, Juri, Mann des Ostens will unbedingt hier in mein Studio rein. So, nochmal für euch, so, bam, Leute. So. Machen wir die Hälfte rein hier. So, ihr seht's, Leute. So, Coca-Cola ist drinne. Dann machen wir Schwarzbier. Du sag mal, Juri, wenn du schon hier bist, ne, bist du so nett und bringst mir einen Bieröffner? Wir öffnen. Bieröffner, prima, ja. Das lässt sich besorgen. Ja, prima, ja, bitte, danke. So, Juri, Mann des Essens. Währenddessen kommen wir ja reden. Hier, gönnt euch mal, das ist meine neue Location jetzt. Also, ja, Juri wohnt jetzt mittlerweile bei seinen Eltern und ja, der ist ja halt nach unten gezogen und ja, er hat jetzt seine eigene Wohnung, sein eigenes Zimmer und so. Damit öffnest du dein Bier wie ein Ja. Tscheche. Ja, danke, danke. Erstmal schön. Erstmal schön Bier öffnen. Dankeschön. So, Leute. Ah, jetzt muss ich. So, bam, Leute. So, jetzt muss ich exakt die Hälfte hier reinfügen. So, ich muss das noch so. Ja, ich muss das ein bisschen in die Cam zeigen. So, jetzt kommt. So. Ach, das soll ein Diesel werden. Ja, vielleicht kein Diesel. Das nennt sich Hus. Oder ich weiß nicht, wie es. Gois. Hus nennt sich das. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis der ganze Schaum also runterfällt. So, und dann machen wir die schöne saure Kirsche rein. Saure So. Kirsche, da kommt aber nicht mehr viel rein ins Glas. Ja, na, mal schauen. Also, hier im Kommentar steht drin, das muss ja nur ein Schuss sein, ja? Und ein Schuss ist ja ganz schön wenig, ne? Also, ich nehme mal an, dass. Also ein tschechischer Halber. Ja, na, wenn du es nennen möchtest. Tschechischer Halber ist 0,02. Ah ja, alles was Tschechien ist, kennst du ja bestimmt besser. So, Leute, bam, ihr seht's, Leute. Und saure Kirsche rein. Noch ein Hus. So, bam, Leute. Das kann ruhig weiter nach oben. Ja, so. Der Schaum geht schon nicht aus dem Glas. Das kenne ich von meinem Bier. So, Leute. Das ist mein fertiger Hus. Und Leute, ihr wisst Bescheid, Leute. Immer wenn ich Getränke mache, mache ich die immer randvoll, knüppelvoll. Ihr kennt das aus den letzten Videos. Ich blende euch nochmal in den Kommentaren ein Video rein, wo ich Getränke randvoll bei mir hier zu Hause, bei meinen Eltern, da hier, bei Juri gemacht habe. Blende ich euch da nochmal unten rein. Ja, da würde ich mal sagen, auf dich, Fate Step MP4. Du hast mir geschrieben, das soll unheimlich gut schmecken. Ja, würde ich sagen, auf dich MP4, Fate Step MP4, Lego. Kann man den Schuss schmecken? Ja. Boah, abgefahren, das hat was. Boah, man schmeckt saure Kirsche. Man schmeckt saure Kirsche, auch wenn es nur ein Schuss war. Na gut, es kann ja auch daran liegen, dass ich saure Kirsche als letztens reingemacht habe. Okay. Aber irgendwie schmecke ich saure Kirsche hier am besten raus. Die Diffusion war zu langsam, stimmt's? Ich weiß nicht. Kann ja sein. Ja, wie er sagt, also, ja, saure Kirsche schmeckt man hier richtig gut raus. Also. Damit du jetzt so, damit du es richtig verstehst, ich habe Hus oder wie du es auch in die Kommentare reingeschrieben hast, ja.
Das habe ich noch nie probiert. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, wie das schmecken sollte oder wie es schmeckt. Aber ich bewerte das jetzt einfach so nach dem Geschmack. Und ja, also was soll ich sagen? Also das schmeckt eigentlich relativ in Ordnung. Also das schmeckt so ein ganz klein wenig nach Schwarzwälder Kirschtorte. Wer von euch hat Schwarzwälder Kirschtorte schon mal gegessen? Schreibt mir mal das in die Kommentare rein. Ja, also auf jeden Fall, der Geschmack ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Also das kann man trinken. Also ja, ich sehe jetzt da keinen Anlass. Also von der Konsistenz so von der Trinkkonsistenz ist das auch mehr träge. Also ist jetzt ein bisschen dickflüssig, sage ich mal so. Von der Trinkkonsistenz ist das ein bisschen dickflüssig. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ich jetzt alle Getränke aus dem Kühlschrank genommen habe. Ja, also es ist jetzt sehr kühl, das Getränk. Also schmeckt auf jeden Fall sehr gut nach Schwarzwälder Kirschtorte. Und ich weiß es gar nicht. Also saure Kirsche und Schwarzbier, das ist jetzt leider, muss ich dir gestehen, das Getränk, das schmeckt gut, ja. Aber saure Kirsche und dunkles Bier, das ist jetzt nicht so meine Lieblingskombination. Deswegen würde ich da jetzt auch keine volle Punktzahl geben. Aber ich finde, ja, damit ich einfach fair bleibe, sage ich, ja, ich gebe für dieses Getränk, das ist jetzt gekühlt, gebe ich jetzt eine sehr, sehr gute Punktzahl von, ja, sagen wir 8 Punkte, 8 Punkte. 8 von 10 Punkten. Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich 7 von 10 Punkten geben, aber ich will ja fair gegenüber dir bleiben. Und deswegen sage ich, ja, ich gebe dafür ja 8 von 10 Punkten. Ja, 8 von 10 Punkten für dieses Getränk. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim zweiten. Und Leute, ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, was eigentlich das zweite ist. Das zweite wird sein, dass wir dieses Getränk. Ihr seht es schon, Leute, warm so hier hinten in der Mikrowelle. Ja, nein, nicht Juri. Hier hinten ist eine Mikrowelle. Genau, wir werden das Getränk in der Mikrowelle erwärmen und das wird die zweite Version sein, die zweite Variante. Und da würde ich mal sagen, wir sehen uns beim zweiten. Aber denkt Lecko. dran, Ladislav, da soll noch eine Platte hin. Ah ja? Das noch, hat immer noch keine Platte. Da kann man ja aber auch ohne Platte erwärmen. Ohne Platte wird schwierig. Warum das? Ach, du hast das Drehteil rausgenommen. Nun genau. Ja, Da kann alles man klar. Drehteil rausnehmen. Okay, ich werde es für euch erwärmen. So, wir sehen uns beim zweiten Versuch. Und Vladi, Lego, ja. probier's doch mal mit einem Budweiser. Ah ja. Wenn sich. Du kannst es mir in die Kommentare schreiben. Du bist ja YouTuber, ne? Hier folgt alle Jurimann des Ostens hier. Du bist ja YouTuber, ne? Genau. Schreib mir doch mal in die Kommentare rein, was du möchtest. Und genau, und die fünfte Folge kommt bestimmt schon im Sommer. Gut, da sehen wir uns beim zweiten. So, also, so, peace, Leute. Ich habe das nochmal in der Mikrowelle erwärmt. Und ja, wartet mal, Leute. Ich schließe gleich meine saure Kirsche so, damit sie mir diese wertvolle saure Kirsche mich ja nicht umkippt. So, warm, Leute. Das ist jetzt, ja. Oh, Leute, es ist noch ein bisschen heiß. Okay, also ich habe das jetzt nochmal für, keine Ahnung, 2 Minuten, ja, in der Mikrowelle erwärmt. Hier, ihr seht die hinten im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das trinken kann, weil das ist noch, ja, also das ist noch ziemlich heiß. Das ist noch ziemlich heiß. Ich versuche es jetzt noch zu trinken. Und dann werde ich, ja, wie ich schon vorher gesagt habe, ja, wieder eine Punktzahl von 1 bis 10 vergeben. Ja, dann würde ich sagen. Ja, ich versuche es einfach zu trinken. Ja, auf euch Abonnenten. Oder auf dich, Fate Step, MP4, Lego. Okay, ja, Leute, das ist noch sehr, sehr heiß. So, Peace, Leute. Und zwar, ich habe jetzt ein bisschen gewartet, so ein paar Minuten. Und ja, ich habe das jetzt ein bisschen geschlürft, damit ich jetzt nicht mehr probiere, als ich jetzt beurteilen könnte. Deswegen habe ich so der Fairness halber nur geschlürft. Und ja, ich kann das jetzt trinken. Also, das ist jetzt. Ja, sag ich mal so, das ist jetzt kalt genug, um zu trinken, und warm genug, um es noch zu testen und um zu bewerten. Ja, da würde ich sagen, ja, auf dich, Hatestep MP4, und auf euch Abonnenten. Lego. Boah, es hat was, das ist so ein bisschen.
Ja, also ich habe so, also wenn man das jetzt in der Mikrowelle erwärmt, dann hat man gleich als erstens, als allererstens im Gedanken Glühwein, Kirschglühwein. Ja, ein bisschen schmeckt das wie Glühwein, ein bisschen so, aber ja, aber das ist jetzt natürlich nicht mit dem Glühwein zu vergleichen, der auf den ganzen Weihnachtsmärkten vergeben und verkauft wird. Aber trotzdem, auch wenn ich das jetzt mehr trinke, viel so. Ich überlege gerade, schmeckt das besser oder schlechter? Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, weil das Warme von der Trinkkonsistenz etwas dünner ist, also das ist so etwas dünner von der Trinkkonsistenz, ein bisschen dünnflüssiger, ja, geht der Alkohol schneller runter. Und für mich ist dieser, weil das dünnflüssiger ist und der Alkohol einfach schneller runtergeht, bin ich sogar der Meinung, dass das für mich besser ist. Also kann ja jeder für euch, von euch sehen, so wie er es möchte, aber ja, für mich ist das irgendwie ein bisschen besser. Also für mich ist diese die zweite Variante die bessere Variante. Ihr könnt mir hinschreiben in die Kommentare, wie ihr es mögt. Ja, und wenn ich hier eine Punktzahl dafür vergeben würde. Ja, also hier gibt es eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Also das hat eigentlich sehr gut geschmeckt, war jetzt keine Geschmacksgönnung, Geschmacksexplosion, aber ja, ich weiß nicht, hat schon gut geschmeckt, aber ich möchte, sag mal so, ich möchte das jetzt auch nicht besser beurteilen, als ich es eigentlich mache, gewöhnlich mache. Ja, ich weiß nicht, also. Also wenn ich eine Punktzahl vergeben würde, ja, und weil es geschmacklich, nicht konsistenzmäßig, aber weil das geschmacklich etwa dasselbe ist, ja, nur von der Konsistenz ist das so ein bisschen besser so, würde ich für diese Getränkekombination, für diesen Getränkemix, würde ich, wenn ich eine Punktzahl von 1 bis 10 vergeben würde, würde ich hierfür eine Punktzahl von 8 Punkte, Tendenz 9 Punkte geben, weil das einfach ein ganz klein wenig besser war als das erste. Ja, 8 Punkte, Tendenz 9 Punkte von 10 möglichen Punkten für diese, ja, Trinkkombination für diese Variante. Ja, und da würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim Outro. So Leute, also das war's mit dem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen, ja. Abonniert doch meine Fanwebsite auf Instagram. Ja, ShortyBrody25 Official. Vielleicht werde ich da auch jetzt mal was posten. Ja, abonniert doch meine private Fanwebsite. Nee, abonniert doch meine private Website auf Instagram. Ich hab euch alle lieb, meine Abonnenten. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace.